Ja, willkommen zurück an der Kante. Willkommen zurück hier am Hang, am Gorenberg. Wir werden jetzt dann in Kürze den nächsten Piloten kommentieren. Piloten kommentieren, Piloten ist heute das Motto. Markus steht schon wieder da. Also ich übergebe ihm nochmal das Mikrofon, dass er sein Bestes macht. Next Pilot, Number 27, Tobias Reich. Der Tobias Reich steht schon da. Ich übergebe an Markus. Gestochen und an den Hang ran und die letzte Sekunde. Aber ich schaue, wenn er schon den Tag hat. Hat er gut gemacht? 61, damit kann er sicher zufrieden sein. Die Bedingungen waren wirklich, haben nicht viel mehr hergegeben. Es war sehr Next gut. Pilot, Number 22, Pierre Rondel. Ja, aber du hast das nicht schlecht gemacht. Ja, also das war ein Pilot des deutschen Teams. Pilot. Er war schon Teammanager 2016 in Dänemark, hat sein Team da hervorragend geleitet. Natürlich zum Sieg geleitet, kann man sagen. Jetzt fliegt gerade der Pierre runter. Ah, jetzt fliegt er. Okay. Da schauen wir den Pierre noch zu. Okay. Schauen wir mal da rum. Ja, der Pierre steht da vorne an der Kante. Er ist aus dem Kurs, also er wird bald einfliegen. Euer Flieger wird von Sander Modell hergestellt, hat er selber mit Hand angelegt quasi. Ziehen hier auch auf, wunderbar. Er ist ein absolut erfahrener Pilot, ist schon 100 Jahre so gefühlt. Und er kennt sich wirklich aus. Also einer der besten, keine Frage. Und immer ein harter Gegner. Ja, ich denke auch, es war schon sehr schwierig. Also man hat es gesehen, es war schon recht viel Crosswind drin. Und dann ist es einfach schwer, den Flieger am Laufen zu halten. Klar, man hat ja mehrere Chancen. Pierre
ist bekannt als Camper. Der kämpft sich hoch. Der wird schon noch, also der ist immer noch auf der Liste drauf. Je mehr Runden geflogen werden, umso wahrscheinlicher wird es, dass der PR gewinnt. So kennen wir das aus anderen Wettbewerben. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 20.